Hallo, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ja, neue Aufnahmesession. Wir hatten ja beim letzten Mal damit geendet, dass wir uns hier unsere Fabrikation etwas weiter aufgebaut haben, den Förderbrenner schon mal vorbereitet haben, dass wir da oben noch zwei Schmelzen hinbauen können. Hier die Container gebaut, damit wir ein paar Eisenplatten haben. Das läuft schon sehr gut. Und hier müssten jetzt auch ein bisschen Eisenstangen, Iron Rods. Genau das. Ist sehr schön. So, was ich heute vorhatte, war das Kupfer da hinten anzuschließen, damit wir auch unsere Kupferproduktion langsam in Gang bekommen. Und dafür würde ich aber sagen, ich muss mal gucken, ich glaube, dafür wird die Energie dann nicht ganz reichen. Da kommen wir nochmal locker 9 Megawatt. Nee. 9, doch Megawatt dazu. Ja doch, das könnte noch reichen. 40 Megawatt haben wir. 25 in der Max. Ja, das ist gut. Ups. Wir haben wir da drin? Oh, da können wir auch hier, da brücken was. Hineinpacken. Ich glaube, ich muss mal wieder Biomasse machen. Habe ich noch was? Ich glaube, in der Kiste hatte ich noch welches, oder? Das sind ein paar, ja. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt, deswegen muss ich mal schnell schauen. Zack, so. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir brauchen... Ach nee, Moment, ich sagte ja, hey, nee, 13 wollen, dann wird es eng. Doch, dann würde ich doch lieber noch einen zweiten Biomasse, dritten Biomasse-Generator bauen. Power. Biomass Burner, da brauche ich mal 15 Draht für. Okay, die habe ich gerade nicht. Habe ich denn noch Material dafür? Aber hallo, hatte ich ja gar nicht gesehen. Dann machen wir, wie gesagt, Biomass Burner, also Biomasse Kraftwerk, und dann kommt da ein Miner hin. Eine Schmelze und ein Konstruktor. Jo. Ich gucke mal, kann ich das hier noch. Es wird Zeit, dass ich die Kettensäge bekomme. Habe ich hier. Ja, da habe ich große, dicke. Das könnte dann sonst eben schon eng werden, wenn ich den setze. So. Dann stellen wir jetzt den Biomassebrenner hin. Mit der Brenneinheit. So. So, es kann sein, dass wir da vielleicht noch einen hinbauen müssen. Dann kommt jetzt hier Biomasse rein und schon seht ihr, wir haben maximal 60 Megawatt. Und dann können wir jetzt mal unsere Einkaufsliste wieder bestücken. Ein Miner brauchen wir. Wir brauchen einen Smelter und wir brauchen einen Konstruktor. Oh, bis auf die Reinforced Iron Plates haben wir ja alles. Kann ich mir da schnell noch ein paar bauen? Muss ich mir erstmal schnell noch ein paar Schräubchen machen. So, danke. Ah, ich finde das so praktisch mit der Liste. Ach ja, was ich jetzt noch gesehen habe, das kam durch das April-Update. Ist mir auch gar nicht so aufgefallen. Ich kann jetzt über das Mausrad, das heißt, ich habe jetzt hier in der Hand, kann ich mehrere Sachen reinnehmen. Und die kann ich dann mit dem Mausrad wechseln. Das finde ich sehr, sehr gut. Gerade wenn man sich dann mal so ein paar Nüsse in den Schädel kloppen will, ist das ideal. So, ich glaube, ich sollte hier noch ein bisschen weiter ausbauen. Das ist aber alles kein Problem. Zement haben wir ja. Zack. Zack. Das ist ein Baum, ne? Würde ich sagen. Damit haben wir hier schon Platz.
Zack, den picken wir mal up. Ein Pickup sozusagen. Ah, okay. Der war jetzt schlecht. Ein Miner. Lass den tatsächlich mal nach hier so schräg rauslaufen. Ich brauche unbedingt eine Kettensäge, dass ich hier diese Platz machen kann. Also hier kommt jetzt auch einmal ein Provisorium hin. Ein Smelter. So, und ein Konstruktor. Hallo? Kannst du mir bitte anzeigen? Alles klar. Oh, das war... nicht gut. Aber wie gesagt, bei dem Spiel ist das ja überhaupt kein Problem. Man kann Sachen eben mal wieder aufheben. Ja, da. Dann sollte es jetzt aber passen. Zack. Den konfigurieren wir schon mal auf Kupfer und ich konfigurieren wir schon mal auf Wire. So. Dann würde ich... Logistik, nicht Logistik, Organisation. Mach das einfach mal so. Wie gesagt, das ist alles noch provisorisch. Nee. Conveyor Belt. Shape. Oh. Ja, alles klar. Wir ein Stück zurücksetzen. Und jetzt mal auf die Kante. Immer noch? Why? Hey, jetzt. Ich sag nix. Rumpf. Oh, Scheiß. Das habt ihr nicht gesehen. Dumm. Vielleicht sollte ich mir das auch hier weiter herbauen. Das könnte ich eigentlich machen. Ich baue mir das Lager einfach weiter her. Dann brauche ich da nicht. So weit zu laufen. Das baue ich mir jetzt hier einfach erstmal hin. Drehen wir. Schnell ein Band hin. Zwei, das müsste passen. So, hier ein Zwischenstück setzen. So. Damit haben wir das auch. Den Pol kann ich dahin setzen. Ist jetzt auch noch meine zweite. So, dann
setze ich hier oben noch eine hin. Obwohl, da könnte ich eigentlich von der nehmen. Und Moment, hier hat auch ein Körperohr bestimmt, ne? No, zack. Ah ja. Und Kupfer läuft. Yeah. Das heißt, hier kommen meine Kabel raus. Sehr schön. Da brauche ich auch ein paar Stück von. Man sieht ja hier, die Schmelze macht 15 pro Minute. Und der liefert 30 pro Minute. Und der liefert natürlich noch ein bisschen mehr hier. Der liefert 120, also ich könnte auch hier wieder 4 Schmelzen mit betreiben. Damit das Ganze dann losgeht. Ach, das werde ich ja noch alles hübsch bauen. Ohne Frage. Ich werde hier wahrscheinlich noch eine Reihe dran setzen. Ja, doch, das wird genial. So, mal gucken, wie viel Kabel habe ich denn noch? Damit ich mit dem Ausbau noch vorankomme. Ah, da fehlen mir noch 90 Stück. Das ist gut. Schubs. Was ich wahrscheinlich gleich noch machen werde, ist ein bisschen Video mal zusammen gehen, offscreen, nach der Folge. Und davon werden wir einige brauchen. Gerade in der Hinsicht, dass wir wahrscheinlich noch einen zweiten, dritten Biomassebrenner bauen müssen. So, welcher war denn das jetzt eigentlich? Achso, ja genau, das war wegen dem Biofuel. Richtig. Und was ich denn noch machen wollte ist, als nächstes kommt denn der hier, ist die Kettensäge. Jumpheads. Haben wir hier nicht auch Coal? Der Assembler, der kann nämlich schon. Ach nee. Da habe ich mich jetzt gerade vertan. So weit sind wir noch lange nicht. So, Select Milestone. Da läuft das Kabel schon rein. Und wenn ich schon mal auf dem Weg bin, kann ich hier auch nochmal schnell ein bisschen pflastern. So, ein bisschen brauchen wir noch. 90 Stück, sagte ich. Jetzt haben wir 72. Jetzt haben wir 80, also noch 10. Das warte ich hier noch mal ganz kurz und dann können wir den Milestone freischalten. Danke. Sehr schön. Das wird so gut. Ka-ching! Milestone reached. You have unlocked several structures aimed to provide the first needed to build basic factory infrastructure. Additionally, the biofuel blueprint will ensure improved fuel consumption of biomass burners. Additionally, you can now build a space elevator, which is integral to your contribution to project assembly. So. Hatten wir hier noch was erforscht, was wir hier noch drin hatten? Die Flower Petals waren das. R&D wishes me to tell you these colored petals are useful for two things, dating and creating color cartridges. Mandatory reminder that you are under 24/7 surveillance. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 2.
Okay, wir können jetzt eine Farbpistole machen. Ah, da fehlt mir noch ein bisschen was. Aber was wir jetzt auf jeden Fall mal machen können, ist Biofuel. Wir mal ein bisschen Biomasse. Und dann können wir hier daraus Biofuel machen. Das hält mich wesentlich besser als die Biomasse. Das können wir auch mal irgendwann automatisieren sogar. Dass wir nur noch die Biomasse herstellen und daraus dann Biofuel hergestellt wird. So, ich tausche das jetzt einfach mal aus. Dann wandeln wir den Rest auch noch um. Das ist dann zwar nicht mehr ganz so viel. Das reicht nämlich leider nicht mehr. Haben wir hier noch Holz drin? Ne, Holz haben wir leider nicht mehr drin. Ja. Nächsten Milestone können wir erst selecten, wenn wenn das Ding wieder zurück ist. Ah, ein Alien. Panzer daher. Einen, da haben wir welche von. Das ist gut. Das machen wir. Ah, da kommt er schon zurück. Sehr geil. Ja, Alien-Panzer. Noch mal gucken, ob denn in der einen Höhle, in der zweiten Folge, dieses komische Objekt gefunden haben. Ob da inzwischen wieder das Mycelium nachgespawnt ist. Mal gucken, das war hier drüben irgendwo. War ich zumindest der Meinung. Ich sammle hier auch gleich noch ein bisschen Gebimsel ein. Ganz wichtig. War das nicht hier irgendwo? Ja, genau, hier war das. Ah, hier ist ja Mycelium. Sehr schön. Das können wir nämlich auch analysieren. Das nehmen wir alles mit. Ja, das scheint schon nachgespawnt zu sein. Sehr gut. Reingekommen. Hier sind wir beim letzten Mal. Hey, hör mal, wink, wink, wink. Genau, hier war ja die andere Eisennot gewesen. Sehr gut. Und wir farmen jetzt mal ein bisschen Natur weg. Was wir auch mal machen können, ist so ein bisschen auf Erkundungstour weitergehen. Das würde ich dann gerne auch mal machen. Dann kann der ganze Kram hier nun schon ein bisschen nachproduzieren. Genau, ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir einfach mal auf Erkundungstour. Dann schauen wir mal, was hier noch so alles umgeht. Vielleicht haben wir ein paar Wracks oder sowas. Dann kann ich euch nämlich auch ein bisschen was dazu erzählen. Genau, hier mal. Ich habe gesagt, als nächstes möchte ich gerne die Kettensäge haben. Das heißt, wir selecten den Milestone.
Da brauche ich 10 Reinforced Iron Plates. Schon mal 2 reinlegen, ein bisschen Kabel. So. Ich guck mal, wie lange läuft die Aufnahme schon? Oh, 20 Minuten. Okay, muss da noch mal leider ein bisschen durch. Hier noch ein bisschen Biomasse durch das gefertigte Krempel machen. Sehr gut, dann können wir nämlich auch schon den nächsten austauschen. Hier, zack. Den füllen wir auch gleich wieder auf. Platz 2. Ah, es wird gerade dunkel. Ein bisschen Biofuel draus. Das ist nicht allzu viel. Und dann holen wir uns mal ein paar Ressourcen. Ressourcen. Die guten. Ey, hier ist schon wieder. Ja, was gespawnt? Nix da. Zack, brauchen wir. Hier brauchen wir auch ein bisschen was von. Zack, zack, zack. Und hier können wir auch ein bisschen Rotz mitnehmen. Brauchen wir alles. Wir müssen noch 8 Reinforced Iron Plates herstellen. So, mal gucken, was ich nicht brauche. Ich brauche das nicht. Das Mycelium nicht. Obwohl, das Mycelium schaue ich mir mal kurz an. Den brauche ich nicht. So, das habe ich in der Hand. Alles klar. Daher. Ich hatte schon mit dem Mycelium. Ah, ne, er ist noch bald. Wie lange ist er noch? Na, 2 Minuten brauchen. Gut. Dann bauen wir uns erstmal ein paar Schrauben. Beziehungsweise Screws. Brauchen wir einige von. Reinforced Iron Plates. Nämlich 8 Stück. Zack, 8 Stück. Dann können wir schon mal das reinlegen, das reinlegen. Zack. Cool, ich brauche nur das Kabel machen. Und dann haben wir schon wieder die nächste Stufe gemacht. Okay. Ah, das ist ja genial. Haben wir heute mal richtig was geschafft. So, zack, Kabel rein und ab geht er. Milestone reached. Yeah. Additional to an inventory expansion, you are now capable of removing foliage that consists primarily of wood. So, Doppelmanne, Chainsaw. Was brauchen wir noch? Reinforced Iron Plates, 10 Stück. Okay. Wir brauchen noch. Also ihr seht, wir brauchen jede Menge von dem Krempel. Das ist mal nicht so eben gesagt. So schnell fließt das jetzt hier auch nicht rein. Also wie ich schon sagte, das ist mit der Hand hergestellt wesentlich schneller. Aber wir können jetzt so die Sachen schon mal so zusammentragen. Und wenn wir nächste Folge ein bisschen Aufklärung betreiben. Aufklärung betreiben, genau. Die Leute mit dem Hähnchen und dem Blümchen. Wo habe ich jetzt? Ja, eine hatte ich ja noch, genau. Oh. Puh.
fehlte mir noch. Jetzt habe ich völlig vergessen, da fehlte mir noch eine Sache, fehlte mir noch. Screws. Kreuzschlitzschrauben. Fehlen mir noch ein paar. Na, ich will auch mal ein paar hundert machen. Ist ja kein Problem. Wie schon sagte, die brauchen wir auch echt viel. Ein bisschen Bio, ja, genau. Wenn wir die Kettensäge haben, dann können wir richtig loslegen. Ja, geil. Zack, da weiß ich. Und das Geile ist jetzt, jetzt kann ich mir die Kettensäge irgendwie reinpacken. Sortieren und... Fuck, weg. Jetzt können wir die Natur schänden. Richtig schänden. Genau, 28 mal Wood Leaves. Ich habe gedacht, hinten beim Kupfer will ich aufräumen. Das war, ist mir mega wichtig. Ja, nicht wichtig, aber wenn wir hier unsere Produktion dann richtig ausbauen wollen, dann stört die Natur hier ein wenig. Dicke. Yeah. Zack. So. Genau, die Kettensäge war auch Biofuel. Also da muss man natürlich immer sehen, dass man was dabei hat. Großflächig mit weg. Also selbst wenn ein Stein hier in der Nähe liegen sollte, ist der dann mit weggeräumt. Also leider kann die Kettensäge keine Steine wegräumen. Dafür gibt es dann später Sprengstoffe. Ja, ja, liebe Leute, ich würde sagen, ich kümmere mich ein bisschen um Biomasse. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ups, seht ihr? Stein mit weg. Limestone. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Satisfactory wieder. So. Also, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, einen netten Kommentar. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst auch einen Kommentar da und sagt mir, was euch nicht gefallen hat. Oh, da kommt auch schon wieder. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.